Ein rollendes Rallye-Museum fand an diesem Wochenende in der Vulkaneifel rund um Daun statt. Fahrer und Fans sind aus ganz Europa und weit darüber hinaus in die Eifel gekommen. Hier fand das Eifel Rallye Festival statt. Bei mehr oder weniger gutem Wetter waren über 40.000 Fans gekommen. Rund 170 Fahrzeuge haben 8 Wertungsprüfungen absolviert. Am Donnerstag fand in Bodenbach der Shakedown statt. Am Freitag die Wertungsprüfung 1 und 2 rund um Kehlberg. Die Wertungsprüfungen 3 und 6 fanden rund um Dreisbrück, 4 und 7 rund um Ulmen und die Wertungsprüfung 5 und 8, die Königsdisziplin, rund um Mähren. Hören und schauen Sie nun die Impressionen. Oh,